Nein. Der. Kommt mir nicht sehr blödig vor. Das haben wir nicht zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Denn nur dann können wir im Lichte Gottes stehen und durch sein Tor gehen ins Paradies. Der dann nicht. Er ist nicht rein. Wolltest du die Reinigung, John? Nein, Joseph. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring den zu mir. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Du wirst erkennen. Jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein, ich erweise sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entsöhnung wert bist. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Far Cry 5. Hier in Gefangenschaft. Wenn wir einfach beichten, wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein, erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Fluchte Peggys! Und zeig kein Erbarmen. Bleib bei mir. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Also ich denke mal, das hätte man auch christlicher lösen können. War jetzt nicht der Einzige, der da fast tot ist.
sind ja auch Leute gestorben. Aber das ist denen vermutlich egal. Oh, das Gewehr ist schon erste Sahne, du. Gar ja nicht. Von wo werde ich beschossen, Nachbarn? Wo ist der Pastor? Ach, hier hinter mir. Was machen wir hier überhaupt? Ich wusste, dass es Ärger bedeutet, als wir dich nicht finden konnten. Doch zum Glück hat der Herr mir die richtige Richtung gewiesen. Einen Augenblick. Sorry, dass ich die Cutscene unterbreche. Wo sind wir hier? Vollendlich war hier und jetzt bin ich da oben. Okay. Und hier ist wahrscheinlich irgendein... Ah, okay. Ah, ich kann mir denken, dass wir hier hoch müssen. Wir sind ja mitten auf der Straße. Aber es gibt noch andere, die unsere Hilfe brauchen. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst und rette sie. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das... Es geht um Leben und Tod. Bitte, lass mich ausreden. Komm her. Ich habe einen Plan. Was ich sagen wollte. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Das hast du doch bereits erzählt. Bin ich jetzt der Einzige, der vorrückt, oder was? Irgendwie finde ich die Waffe geil. Hol mich hier raus! Im Ernst, danke dir. Ja, ja, lauf erstmal weg. Das klingt nicht so nett. Das ist ganz und gar nicht nett. Okay, so wie es aussieht. Markiere mir diese Linien immer das die Deckung für Mörder. Also bis jetzt ist das ja noch relativ easy. Ich denke jetzt einfach mal, dass mir hier kein Mörser mehr trifft.
Doch, wirklich, das ist sehr schlau. Die waren direkt hinter mir. So was macht mich wütend. Alles gut, wir vergessen das Ganze, das ist gerade nie passiert. Und wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an. Ja, ich denke, das ist eine super Idee. Die sind schon wieder hinter mir. Wie kommen die hinter mir? Naja, ich habe noch genug für euch, ihr Dreckschweine. Vielleicht steckst du bald mal ein, Mann. Nice. Ist ja lustig. Bleibt bis zur Übergabe bei Merle. Oder Merle. Aber wahrscheinlich Merle. Jetzt bestimmt hier zu dem Haus. Ne. Dover Spike anwesend. Wo führst du mich hin? Ey, du setzt mich jetzt hier nicht mitten im Wald, aber... Ja, alles gut.
So ehrenlos sind die dann auch wieder nicht. Was ist da? Kaum zu glauben, dass du da lebend rausgekommen bist. Verdienst geht dich bisher nicht mehr. Schon bald wird dieses Schild draußen in den Hügeln nicht mehr viel bedeuten. Dachte schon, das war's für Force End. Aber du hast mir das Gegenteil bewiesen. Pastor Jerome hat uns gebeten, dich sicher hierher zu bringen. Das war wohl überflüssig. Du kannst definitiv selbst auf dich aufpassen. Irgendwas ist doch da unten. Da ist doch gerade einer gestorben. Hier ist irgendwas. Nichts getroffen, scheißegal. Oh. Dann jetzt aber sicher. Egal, ich hab's überlebt. Und wie? Ah, okay, also das sind das hier die Hauptquest-Missionen. Das ist gut zu wissen. Ich möchte hier aber ehrlich gesagt nicht sein. Ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge hier weitermachen. Oder da. Bei der Dame. Aber auf jeden Fall eins von den beiden Außenposten erst nebensächlich. Also wie gesagt, die kommen noch, bevor ich die anderen Gebiete betrete. Egal. Denke mal, nach der Situation, nach dem Angriff, haben die eh nicht mehr so viele Truppen. Das sollte jetzt sicherer sein. Die Jungspund, alles in Ordnung? Hab gehört, was passiert ist. Zum Glück war Jerome zur Stelle, oder? War wirklich ein guter Zug von dir, diese Leute vor Johns Reinigung zu bewahren. Er wird sicher nicht gerade glücklich darüber sein, aber wegen mir soll er sich ins Knie ficken. Warte mal, was ist das hier? Auf der Karte ist hier eine Landebahn, beziehungsweise. Okay, dann ist hier der Flugplatz. Ja, check ich. Aber hier war auch irgendeine Bahn. Irgendwo hier hinten war eben auch eine Landebahn. Ich weiß jetzt nur nicht mehr wo. Egal. Ich weiß auch gar nicht, wo ich gerade hinfliege. Ach ja, ich wollte ja noch angeln. Aber das wird nichts in dieser Folge. Das mache ich erst in der nächsten. Auf einmal war ich schneller unten, als ich gucken konnte. Egal, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.